Wir fangen voll spät an zu vloggen. Wir haben Nina schon zu Mama gebracht. Dann haben wir uns mit einem Freund getroffen. Jetzt fahren wir wieder Nina abholen. Und wir wollten noch was mit Nina unternehmen, wir wissen aber nicht was. Du hast lange nicht mehr geredet, Schatz, oder gevloggt. Gestern, ja. Was denn? Ganz kurz am Ende. Wir haben nicht mal Tschüss gesagt, wir haben das voll vergessen, weil Shivan da war. Eigentlich wollte lange vloggen, aber Lina ist auf Instagram live gegangen. Dann dachte ich mir, okay. Ja, und ihr mögt das voll, dass wenn wir bei Instagram live gehen. Das ist schön. Wir versuchen mal auch auf YouTube live zu gehen. Ich habe es noch nie gemacht, aber Audit wollte das letztens. Nur das Problem ist, ob Lina still bleibt. Aber die Sache ist, wenn wir live gehen, bleibt das auch Dings gespeichert oder? Kannst du auch speichern, ja. Ja. Kann man ja machen. Ui. So. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal Lina abholen und dann melden wir uns und Audit vloggt heute. Okay? Abwechslung. So, wir haben jetzt Nina abgeholt. Nina ist eingeschlafen. Das wird nichts mehr mit dem Park. Wir wollten einen Indoor-Spielplatz, aber sie schläft jetzt. Wenn sie später aufwacht, werden wir dann sehr wahrscheinlich ein bisschen rausgehen und spazieren. Wir machen jetzt einen Burger King. Wir haben 3 Burger gekauft. Ja, jetzt fahren wir nach Hause. So, ihr Lieben, wurde doch nichts mit Indoor-Spielplatz. Wir sind jetzt in Ports. Wir gehen auch das Freund besuchen. Seine Mutter hat uns eingeladen. Na? Peace. Und hier sind voll schöne Wohnungen mit Garten. Wow, das ist ein Ball, ne? Ja, wir gehen jetzt rein. Wir haben ein paar Sachen eingepackt. Ich habe von den Süßigkeiten eingepackt, die ich gestern gemacht habe. Ja, weil das ganz spontan war. Ist ja nicht geplant gewesen. Schatz, guck mal, wie süß. Da ist ein Zaun und die Kinder unterhalten sich. Hier wohnen die? So, Leute, wir sind da. Wir melden uns dann gleich wieder. So, liebe Freunde, wir sind jetzt in Ports große Wiese. Ein paar Freunde. Wir wollten hier ein bisschen chillen und dann gleich nach Hause. So. Macht der 4-mal Probetraining, wird er nicht mal angenommen. Das ist Alan, mein Freund. Die Mutter und die Schwester kommen auch gleich. 4-mal kommt auch noch. Wenn er kommt, dann kommt, ja. Ich werde auf jeden Fall versuchen. Lina? Also, nicht, dass du nicht da gespielt hättest. Hätten wir nicht gewusst, dass du vom Tor kommst. Jetzt hätte sich noch eine Jünger gemacht, was du auch angehst. Lina? Oh, oh, der war angekommen. Ja. Versuch's so. Was passiert ist? Wir haben deine Spielzeuge nicht mitgenommen, ne? Ja, wo ich gerade. Ja, direkt hier. Ja, das wird Zeit, wir müssen jetzt reinkommen. Willst du was sagen? Ich habe einmal. Was soll ich sagen? Wir sind da, ne? Wir haben die Wurst aufgetragen. Der ist keiner. Der ohne Tischtennis. Weil er holt Tischtennis, alle kaputt. Wir haben 5-mal gespielt, der hat einmal gewonnen. Das ist ein Kind. Das sind Kinder, die machen immer gut. Der Mann will ich gar nicht reden. Ich krieg Aufschlag, der kriegt ich vor Aufschlag. Ah, balla. Aber es könnte ein kommen, ja. Richtig, das ist letzte Mal für euch. Heute habe ich eins, ne? Das ist ein Klade. Kusch. Wir sind nicht so schnell. Wir halten auf jeden Fall die anderen. Ja. Nur, der ist echt. Die Jungs sind hier am Reden und ich bin leider die einzige Frau und Lina. Ja? Gelande.
Raus, gib mal die Gelade, sie darf nicht. Irgendjemand hat immer meine Bälle kaputt gemacht. Einmal drauf und mein Ball kaputt gemacht. Immer sowas. Ich rufe zu Hause an, dein Haus kommt jetzt, gib mir den Tisch in die Schläge. Okay? Ich? Ja, Leute, ich wollte jetzt raus. Ja, okay. Ich wollte jetzt raus. Ich wollte jetzt raus. Ja, nicht mehr Internet, das ist auch nicht mehr. Ja. Wir sind umsonst. Komm am Mittwoch. Weißt du mal, was ich verkaufe? Da muss ich da nicht gehen. Hör einfach da. Das ist eine Platte, andere Farbe. Das ist ein härter. Ja, ich hab's auf YouTube gemacht. Da steht 6.1. Das ist so eine Klasse. Was geht? Wenn nicht, dann gibt es gegen einen Ball. Ja, genau, den Ball meine ich. Familie S-A-I. Dann da, jetzt kommt einer und dann. Aber abonnieren nicht vergessen. Ja. Abonnieren. Nein, aber Baba, mach schon. Das sag ich dir. Nein. Ja, ich. Der raucht Shisha, also, der macht das Kopf auf, wie sich der Köpfe macht. Ja, ja. Der kann keinen Kopf aus, der muss uns beibringen. Ja? Raus! Ja. Komm! Was ist? Rein und so. Guckst du mal Shisha-Videos an, der ist ja, muss losgehen. Familie. Guck mal, wie der sich belegt hat. Der Mann? Ja, ja. Hinter dem ist noch Essen. Ja, Alter, weißt du, wie Meshi Brot drin war? Der wird essen, Victoria. Wenn ich angenommen werde, ja, okay. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Voll, aber echt? Bei euch ist 7 Mannschaften anschreiben, überall Brot. Bei euch geht das echt gut aus dem Fall, finde ich, ja? Ich war Ding ist gut. Aber nein, riesig auch. Das ist ein Scheiß, ja, aber das wird nicht stärker. Schuldig, oder wo zum Baba mal hier, ne? So, ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Wir haben 9 Uhr. Lina muss noch baden und dann geht sie auch schlafen. Und wir machen uns dann einen restlichen schönen Abend. So, wir sind jetzt an der Tankstelle. Auder muss Wasser holen, wir haben kein Wasser mehr. Er holt jetzt sehr wahrscheinlich eine Flasche. Ich wollte auch noch Sprudelwasser, ganz kalt. Meine Nase ist irgendwie voll verstopft abends und meine Augen jucken. Also noch nicht jetzt, aber wenn ich Nina schlafen lege, jucken die unnormal. Und ich spüre, dass die fangen ja langsam schon an, so ein bisschen zu jucken. Ja, wir waren wie gesagt bei Auders Freund und ich habe eine kurdische Familie kennengelernt. Es war schon schön. Ja, war auf jeden Fall schön. Ja. Und die ganze Familie hat uns abonniert auf YouTube. Ich grüße euch alle nochmal. Ja, hat mich sehr gefreut, echt. Also war schön bei euch und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Das war so ein komisches Gefühl, wo die gesagt haben, ja, ich habe dich abonniert. Dann hat der kleine Bruder gesagt, ja, ich dich auch. ja, voll süß. Anne. Anne. Ja. Papa. Papa Geldi. Arme voll. Schatz, eine Flasche hätte gereicht. Eine Flasche hätte gereicht. Thanks. Willst du auch? Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich gestern vergessen zu verabschieden. Das mache ich jetzt. Ja, ich würde sagen, ich beginne mit dem neuen Vlog und wir sehen uns morgen wieder.